Christina von Zwillingsfirma 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein Valentine's Reading steht an. Nicht wundern, dass hier jetzt noch keine Karten auf dem Tisch liegen. Ich habe die Anleitung bekommen, das jetzt einfach mal irgendwie zu mischen und dann heben wir mal von oben ab und schauen mal, was euch gesagt werden soll. Ja, Valentinstag. Ich finde, sowas kann man eigentlich jeden Tag feiern. Die Liebe, da braucht man keinen speziellen Tag für. Aber wir sind halt nur mal Menschen und halten uns irgendwie an Daten fest. Von daher, ja, jeder, der mich noch nicht kennt, ihr könnt mich unten in der Infobox finden. Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account. Ich habe jetzt auf Instagram Kurzreadings eingerichtet. Also das heißt, das dreht sich immer so im Rahmen von 10, 15 Minuten. Das sind so zwischendurch Botschaften. Das kann sein, dass es um Seelenpartnerschaften geht, aber vielleicht geht es auch um ganz, ganz andere Themen. Das wird sich jetzt über die Zeit einfach entwickeln. Ich will das da relativ bunt halten. Auf meinem Kanal wird es hauptsächlich eben um Soulmates bzw. Twin Flames gehen, da ich selber Twin Flame bin. Wie gesagt, diese Kurzreadings könnt ihr eben auf Instagram finden. Ich werde das jetzt hier nicht auf YouTube hochladen, das hat auch mit den Algorithmen zu tun, die sind da, ja, drehen jetzt momentan alle durch irgendwie auf Social Media und ich mache das nicht mit und von daher habe ich mich dann einfach entschieden, das wie gesagt auf Instagram zu halten, statt das jetzt hier auf YouTube hochzuladen und mich dann einer gewissen Hysterie untergeben zu fühlen, weil man abgestraft wird, wenn man dann die Videos nicht so lange hält wie sonst und dann, ja, es ist eine Politik für sich, also von daher, falls die Leute, die kein Instagram haben, richtet es euch ein. Ich kann das jetzt momentan leider nicht anders anbieten mit den Kurzreadings und sorry, wenn ich rumschniefe, ich habe eine Hausstauballergie, das ist hier in Thailand schon viel, viel besser geworden, aber zwischendurch erwischt es mich dann doch und ja, dann muss ich ein paar Stunden leiden und dann geht das schon wieder. Also wenn ich irgendwie rumhuste oder schniefe, hat das nichts damit zu tun, dass ich erkältet bin, sondern dass es mit einer Hausstauballergie zusammenhängt. So, ja, wir fangen jetzt mit den Karten an, ich mische die hinter der Kamera, sonst haben wir hier gleich totales Chaos. Kann ein bisschen dauern mit dem Mischen. Deswegen mache ich das meistens auch nicht direkt vor der Kamera, weil das teilweise bis 20, 30 Minuten dauert, bis ein komplettes Blatt liegt. So, und jetzt fragen wir mal, was möchte denn gerne gesagt werden zum Valentinstag? Make the effort. Very soon. Sehr schön. True love. Ach, das ist aber süß. Also es gibt ja auch andere Karten in dem Deck, die nicht so nett sind. Lass mir die dreimal stehen. Also, ja, very soon sagt schon alles recht bald. Komme ich auf dich zu. Ja, ich möchte gerne, dass du klar entscheidest, was du haben möchtest, damit es auch zu dir kommen kann. Das ist auch etwas, wie man mit dem Universum redet, wie ihr mit eurer Liebe redet. Ja, wenn ihr irgendwie, ich sag jetzt mal, auf einem Abwehrprogramm unterwegs ist oder seid, dann wird es ziemlich schwierig fallen, ja, dass sich hier euch jemand nähert. Deswegen ist es wirklich wichtig, jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute zu entscheiden, was ihr haben möchtet. Ja, wollt ihr mit eurer Liebe zusammen sein oder wollt ihr es nicht?
Ja, manchmal sind wir halt ja in Zweifeln unterwegs und jetzt gerade im Ascending-Prozess und ja dem ganzen Wahnsinn irgendwie mit Soulmates und Twin Souls. Das sind ja ganz besondere Beziehungen, wo man eben erstmal durch das Awakening durch muss, bis man dann einfach so weit ist und in sich ruht und in der Union mit sich selber ist. Da kann man zwischendurch mal wirklich Fehlinformationen nach oben senden. Und das erfüllt das Universum natürlich auch und das kommt natürlich auch bei eurem Seelenpartner an. Ja, deswegen entscheidet wirklich klar, damit das bald passieren kann. Wir haben Make the Effort. Ja, große Liebe ist es wirklich wert, die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu unternehmen. Und damit ist jetzt nicht nur angesprochen, hier, dass der kleine Junge kommt, um das Mädchen zu küssen. Sie muss offen sein, er muss offen sein, ja, sie muss offen sein, die Blumen zu empfangen. Und da geht es auch, ne, das hängt hiermit zusammen. Also manchmal brauchen wir Zwischenschritte, ja, um eben den Weg freizuräumen. Das kann jetzt im Beruflichen sein, im Familiären sein, Past-Life-Geschichten, ja, also das, was im Awakening einfach nach oben kommt. Vielleicht auch Blockaden, ja, die zwischen beiden liegen, wo man einfach wirklich an sich selbst ein bisschen arbeiten muss, in Heilung reingehen soll. Und davon spricht diese Karte. Ja, das ist jetzt nicht nur so, oh ja, nee, komm mal bitte auf mich zu und öffne dich, sondern das sind halt wirklich die Zwischenschritte, die damit angesprochen sind. Was muss ich tun, damit der Weg frei ist? Ja, und ne, das gilt eben auch für beide. Also, ne, das ist jetzt so eine Art Liebesbrief, den sich beide irgendwie gegenseitig sagen. Und ja, es geht um wahre Liebe. Guck mal, hier sind überall Pärchen drauf. Süß, ja. Einmal nur so die Heilung des inneren Kindes wird hier vielleicht auch mit angesprochen. Ich möchte bald mit dir zusammen sein, very soon. Und es ist wahre Liebe. Das ist die Liebe und die Romanze dieses Lebens und nicht nur dieses Lebens, sondern durch alle Leben hindurch. Ja, ihr habt euch immer wieder getroffen und ihr werdet euch auch immer wieder treffen. Also ich weiß, dass viel mit Ängsten einhergeht, dass man sich nie wieder sieht und dass Verlustangst da ist und gerade wenn man in der Separation da ist, wenn die Seelen sich ja aus dem Merge voneinander lösen, um dann wieder auf neue Art zusammenzukommen. Das kann mit unter anderem sehr schmerzhaft sein, aber es ist Romance. Es ist eine Romanze und ich finde das halt total süß, dass das jetzt zum Valentinstag fällt. Und wie gesagt, hier sind überall ja, Pärchen drauf und es soll jetzt recht bald passieren. Ich habe jetzt die Karten hier, die sind auch immer ganz schön, gerade für so romantische Readings. Also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Tarotkarten. Die meisten werden das auch von meinem Kanal kennen. Ich habe so ein paar Lieblingskarten, mit denen ich arbeite, weil ich da einfach die meisten Infos draus kriege. Und dann gibt es halt andere Tarots, die entweder sehr dunkel sind oder sehr lieblich. Und das ist ein relativ liebliches, romantisches Deck. So, was haben wir denn jetzt hier an Karten? Ja, es gab Liebeskummer. So, also wir haben einmal das Hin- und Her-Jonglieren. Ja, das ist vielleicht auch das, was ja zwischendurch stattgefunden hat und was halt diese Karte Very Soon nochmal anspricht. Also wirklich die klare Entscheidung, anstatt immer hin und her zu jonglieren. Ja, das ist also die Two of Pentacles ist eine Karte, die Verbindung der spirituellen mit der materiellen Welt anzeigt. Ja, einmal die spirituelle, einmal die materielle Welt. Und das ist manchmal ganz, ganz schwierig, das auszujustieren und auszubalancieren. Spirituell und in der Seele weiß man Bescheid, dass das hier, ne, die große Liebe ist. Aber das Ganze dann auf die 3D-Ebene runterzubringen, das ist manchmal sehr schwierig. Ja, das hat Liebeskummer ausgelöst in der Vergangenheit. Ja, wir haben hier die Raben mit drauf und eine Frau, die hat drei Schwerter im Herzen, die bluten. Das kann natürlich jetzt irgendwie auf etwas hindeuten, was mit einer anderen Person zu tun hat. Aber Achtung, die drei Schwerter zeigen auch ganz oft etwas, was von außen kommt. Ja, also jetzt nicht nur irgendwie unbedingt eine Person, sondern einfach die dritte Partie. Das kann auch sein, dass Spirit euch voneinander getrennt hat, weil das in diesem Moment einfach nicht anders ging und da einfach Sachen an die Oberfläche gekommen sind, die erstmal zu bearbeiten waren,
weil man sonst gar nicht zusammen sein kann auf Dauer. Ja, und das ist jetzt etwas, was wie gesagt in die Heilung reingehen soll. Die wird auch angekündigt, very soon. Aber bitte, lass uns die Wunden vorher ausheilen, ja, damit wir nicht aufeinandertreffen und uns hier irgendwie mit diesen drei Schwertern gegenseitig das Herz durchbohren, ja, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das hat dazu geführt, dass man sich ausgeschlossen gefühlt hat. Five of Pentacles ist die Karte von Rejection, also von der Ablehnung, ja, dass man um das Haus herumläuft und gar nicht irgendwie reinfindet. Und man weiß, wo der Tempel ist, ja, man weiß auch, wo der Altar ist, aber man kommt irgendwie nicht rein, weil hier eben Wunden der Ablehnung, ja, zu tun, also nicht nur zu tun haben, sondern da sind Wunden der Ablehnung drin, die eventuell jetzt noch geheilt werden sollen, damit man eben ganz klar hier bald zusammen sein kann. Und das ist eben, ja, auch diese Ausbalancierung über die spirituelle und die materielle Ebene. Ja, vielleicht ist man in der Seele schon so weit, aber man hat trotzdem irgendwie noch Abwehrmechanismen und halt diese Wunde der Ablehnung, ja, die natürlich auch beide betreffen kann. Ja, wenn der eine abgelehnt wird, dann, ja, oder wenn man sich nicht meldet, fühlt man sich abgelehnt und dann fängt man eben an, ja, Widerstand aufzubauen, okay? Und das ist, wie gesagt, etwas, was jetzt in die Heilung reingehen soll. Ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Ich weiß, dass hier dieses Gefühl entstanden ist, dass du alleine in der Kälte sitzt. Also hier haben wir eine Frau mit Kind sogar. Vielleicht betrifft genau das auch einige, dass Kinder auch mit im Spiel sind. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Im Normalfall sieht man immer so ein Paar, was ja um das Haus rumläuft und Lumpen trägt. Und ne, das ist, wie gesagt, diese Ausbalancierung zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen. Ja, und hier ist, wie gesagt, auch die Make the Effort. Ja, bitte geht hier nochmal in die Heilung rein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr so aufeinandertrefft, ja, dann wird das, glaube ich, nicht besonders romantisch, sondern dann kann es halt tatsächlich sein, dass man irgendwie das eine oder andere auspackt und eventuell die Gefahr besteht, nochmal in dieses selbe Muster reinzufallen. Und deswegen ist es so wichtig, hier diesen Schritt zu machen, in die Heilung reinzugehen, damit ihr hier kuscheln könnt, ja, damit ihr hier in Amore miteinander verschmelzen könnt, ohne zu sagen, du hast mir dies angetan und das angetan. Ja, ihr könnt hier mit dem König der Erde arbeiten. Repräsentiert natürlich einmal einen Menschen, der in eurem Leben sein kann. Ich nehme jetzt kein Sternzeichen mit rein, weil das bei diesen Soul-Readings, ja, das verwirrt meistens nur. Hier geht es um die repräsentative Energie vom König der Pentakel. Das ist jemand, der sehr erdig ist. Ja, das ist jemand, der Union, also das ist die Manifestation auf der 3D-Ebene. Ja, hier vielleicht auch die Arbeit mit Kristallen, die haben wir hier auch mit drauf. Hier haben wir so einen Zauberstab, ja, und das sieht aus wie ein rosaner Stein, also wie in einem Rosenquarz. Vielleicht könnt ihr den euch auch aufs Herzchakra legen, gerade um hier diese Wunden auszuheilen, ja, gerade um hier genau dieses blutende Herz mit einem Rosenquarz auszuheilen. Ihr könnt natürlich auch andere Steine nehmen, aber die Rosenquarze eignen sich dafür am besten. Hier hat jemand etwas erschaffen oder es ist dabei, etwas zu erschaffen auf der 3D-Ebene. Das ist eben diese Manifestation, um die es geht, diese Union, um die es geht. Das ist pragmatisch, das ist in sich ruhend. Ja, das ist jetzt nicht ein hysterischer König, der irgendwie, ja, ich sag mal so, Gift und Galle spuckt und irgendwie Feuer und ja, so dominant ist und ja, gewaltig irgendwie rüberkommt, um seine eigenen Schatten in irgendeiner Form vielleicht zu überdecken, sondern der hier ist richtig cool, ganz easy und gelassen. Ja, und da geht es eben auch darum, dass es eben, ja, dass man sich hier berühren kann. Ich nehme jetzt mal ein paar andere Karten. Und ihr könnt auch selber in diese Energie eintauchen, auch wenn ihr jetzt Frauen seid. Also zwischen den Frauen und den Männern oder den Königinnen und den Königen, da tut sich nicht so viel. Und wir tragen ja auch männliche und weibliche Aspekte in uns. Ja. Das ist vielleicht irgendwie hier eben auch diese Ruhe und Kraft aus dem König der Pentakel, dem König der Scheiben gewählt werden kann. Mirror. Ja, was triggert euch noch? Ja, wer oder was triggert euch? Und guck mal, hier sind auch Rosen mit dabei und ja, sie spiegelt sich selber. Da wir ja hier von einer Soulmate oder Twin Soul Beziehung reden, spiegelt man sich auch immer gegenseitig.
Ja, also so wie es mir geht, geht es dir auch. Und schaut, wie gesagt, genau hin, was euch triggert. Ja, falls hier, wie gesagt, noch Wunden sind, die eben mit dem Thema der Ablehnung zu tun haben, ja, dass da irgendetwas entstanden ist, was einem das Herz gebrochen hat. Versucht da bitte nochmal weiter in die Heilung reinzugehen, weil, wie gesagt, ihr sollt ja dieses wunderschöne Date haben und auch recht bald. Ja, und da gehört es eben nicht da rein, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Deswegen hat es vielleicht jetzt auch noch nicht geklappt. Ja? Vielleicht sind die einen oder anderen immer noch in der vorwurfsvollen Haltung und jemand anders hat einfach Angst, auf euch zuzukommen. Deswegen, ja, also versucht da wirklich sanft zu werden. Ja, The Great Gathering. Das kommt alles zusammen, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Ja, und ihr bekommt auch intuitive Einschläge, was das Ganze angeht, und habt euren Soul Tribe dabei. Hier spricht also auch das Kollektiv. Ja, manchmal unterliegen wir Kollektivenergien und können überhaupt nichts dafür, weil wir schon weiter sind, aber das kommt trotzdem an die Oberfläche. Wir sind mit unseren Brüdern und Schwestern verbunden und müssen da eben auch nochmal mit durch. Je bewusster wir das machen, desto einfacher wird das Ganze und ihr habt hier euren Soul Tribe dabei. Ja, und das kommt alles zusammen, zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort. Das heißt, das ist eben auch göttlich geführt. Das ist orchestriert von oben. Ja, ihr seid ein Teil einer ganz, ganz großen Sinfonie. So, und wenn eben der Notenschlüssel oder die Note, die ihr darstellt, jetzt mal metaphorisch gesehen, am falschen Ort sitzt, dann hört sich das alles irgendwie schräg an. Das heißt, wenn ihr die Note repräsentiert, werdet ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort in die richtige Position gebracht, damit eure Melodie durch das ganze Universum erklingen kann. Deep Repellishment, Retreat, Rest, Be Held. Ja, ihr werdet gehalten, okay? Ja, wir haben ja hier überall diese Pärchen, die miteinander schmusen und kuscheln. Und ja, ihr werdet also hier festgehalten. Es geht darum, sich zu erholen, beziehungsweise eben auch in einen Retreat reinzugehen. Also hier ist nochmal der Hinweis, bitte halt diese Wunde, ja, die sich hier bemerkbar gemacht hat. Das ist wichtig. Ja, weil ne, wenn ihr euch spiegelt und gegenseitig triggert, dann kann das halt sein, dass das irgendwann ein Katastrophendate wird. Und das soll es ja nicht. Ihr sollt ja ausgeglichen und ne, geerdet sein, damit ihr das alles empfangen könnt. Ja, und Retreat ist eben der Rückzug. Vielleicht auch mal ein Wochenende irgendwie mit Schamanen oder es gibt ja ganz, ganz viele Angebote in Deutschland. Trommeln zum Vollmond und Räucherworkshops und alles Mögliche. Das kann das eben einmal darstellen, dass es hier etwas gibt, also ne, dass es Menschen oder Lehrer oder Spirits gibt, die euch eben helfen können, genau diese Wunde hier ja, auszubalancieren und in die Heilung reinzubringen. Und zwar auch so, dass es sich eben auf der 3D-Ebene manifestiert, also dass ihr dann tatsächlich auch den Effekt habt davon. Ja, Schlaf, Rest, also ne, zur Ruhe kommen. Da hat ja auch dieser König von gesprochen. Ja, der ruht in sich, der ist weise und ziemlich cool und wie gesagt sehr geerdet. Und das geht halt nur, wenn man ausgeruht ist, ja, und sich nicht so viel Stress macht. Okay. Das wird sich natürlich auch auf euren Seelenpartner auswirken, ja, dass das hier dann, wie gesagt, ein wenig, wie heißt es denn, Ruhe und Kraft reinkommt. So, wir fragen jetzt mal die Engel. Ja, Raphael. Ja, das ist also der Engel der Luft, der Engel der Gedanken, der Engel, der mit der Psyche zu tun hat. Also falls das für die einen oder anderen überfordernd ist, was durchaus passieren kann, könnt ihr hier mit der Erdmagie arbeiten. Und hier ist auch nochmal die Erdung angesprochen. Das heißt, ihr sollt euch echt wirklich erden, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, man kann auf 5D rumschweben und da irgendwie die schönsten Ereignisse haben, aber wenn ihr nicht geerdet seid, dann kriegt ihr keine Union. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und na, je höher ihr schwebt, desto wichtiger ist es, sich eben zu erden. Und davon spricht Raphael. Ja, das wird eben auch Heilung im Geiste bringen und Erdmagie. Das können Spaziergänge sein, das kann halt tatsächlich irgendwie barfuß laufen.
mit Erde arbeiten, also mit Pflanzen arbeiten, Bäume umarmen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt gerne mal im Netz schauen. Also es gibt zu allen möglich, also zu allen Elementen gibt es ganz, also tausende verschiedene Rituale. Und vielleicht gibt es eins, was euch anspricht und wo ihr sagt, boah, genau das möchte ich ganz gerne machen. Und vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen Workshop in der Nähe. Wartet mal, wo war denn diese Karte hier, die? Ein Workshop oder ein Wochenende, wo ihr etwas beigebracht bekommt. Ja, Trommeln ist zum Beispiel auch sehr erdig. Ja, das ist, na, das holt halt richtig Energien eben nach oben. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur so ein kleiner Hinweis darauf. Aber wie gesagt, das Erden ist sehr wichtig. Auch Meditationen, ja, die bringen einen auch immer schön runter. Und sorgen eben auch also dafür, dass die Energien sich integrieren. Ja, das ist auch diese Two of Pentacles, die Integration. Wie integriere ich das Ganze? Ui, ja, das war klar. Gabriel. Also ich muss schon echt fast lachen, Leute. Gabriel ist so krass im Moment. Also Gabriel ist seit ein paar Monaten irgendwie dabei und taucht in jedem Reading auf. Also auch in den privaten. Das ist mehr oder weniger schon fast unheimlich. Also Gabriel ist extrem stark. Also Gabriel ist auch voll süß, ja. Gabriel ist der Messenger Angel, der mit Anmut kommt, ja. Wie gestalte ich das Ganze? Das kann man natürlich, wie gesagt, mit Anmut machen. Wir haben hier, ich glaube, eine Gans ist das. Ich bin mir nicht sicher. Oder ist es ein Span? Ich glaube, es ist eine Gans. Ja, die hier fliegt und eben auch als Botschafterin unterwegs ist. Das kann jetzt ein Krafttier sein. Gabriel ist, wie gesagt, der Messenger Angel, taucht als Mann oder als Frau auf. Ja, es ist also androgynes Wesen. Kommt über Träume, kommt vor allen Dingen auch über Gefühle. So, und ihr könnt jetzt hier, um diese drei der Schwerter zu heilen, ja, könnt ihr mit Gabriel auch wundervoll arbeiten. Ja, und Gabriel rufen und eben darum bitten, dass das Herz geheilt wird, ja, dass hier diese Schwerter rausgezogen werden können, damit ihr in diese Heilung reingehen könnt. Gabriel kommt, wie gesagt, auch über Träume, kann aber auch, also ja, es ist eigentlich derjenige, der unterstützt, der diejenige, die unterstützt bei Synchronizitäten. Das ist also für mich immer der Engel, der Synchronizitäten bringt. Ja. Seien das Lieder, seien das Krafttiere, seien das Träume, seien das irgendwelche Sätze, die einem um die Ohren fliegen, wo man dann einfach weiß, hey, ich bin nicht alleine. Und Shamal sagt, Beginnings. Ja, es geht hier in den Neubeginn rein. Ja. Das auch wieder hier mit Very Soon sehr gut passt und True Love. Also ihr werdet die Bestätigung bekommen, dass das ja wahre Liebe ist. Okay. Und das, wie gesagt, auch recht bald. Und mit Shamael könnt ihr eben an Neubeginn arbeiten. Vielleicht auch das Alte hinter sich lassen, die alten Schmerzen hinter sich lassen, die alte Thematik hinter sich lassen. Also hier gehen die meisten durch. Ja, und das ist etwas, was gang und gäbe ist und wie gesagt auch mit Kollektivenergien zu tun hat. Und lasst das los. Ja, lasst diesen Schmerz los. Da kann man natürlich jahrelang mit rumlaufen und sich voll die fette Mauer aufbauen, dann gar nicht irgendwie jemanden mehr an sich ranlassen, aber ihr sollt das ja. Ja, es geht da darum, die Mauern abzureißen. Und wie gesagt, Shamael kommt jetzt, um zu sagen, hey, ne, wir sind jetzt hier gerade kurz vor einem Neubeginn und gebt nicht auf, vor allen Dingen. Ja, das steht kurz bevor. Ja, und manchmal wirft man die Handtücher, wenn es soweit ist, vielleicht auch aus Angst, unterschwellig. Und gebt bitte nicht auf, was die Heilung und auch was eure Liebe angeht. Das ist ganz wichtig, ja. Das Mischen erfordert immer sehr viel Zeit. Aber ich mache das jetzt ausnahmsweise mal in diesem Reading. Eile mit Weile. Wenn du aufgeregt bist, handelst du vorschnell. Deswegen Erdung. Ja, hier schläft auch jemand. Wir hatten ja auch diese Karte von diesem Runterkommen, Erden, in den Retreat reingehen. Eile mit Weile. Ja, die Dinge wirklich mit Geduld auch angehen. Und geerdet vor allen Dingen. Da kann natürlich sein, dass die einen oder anderen überreagiert haben in der Vergangenheit. Ja, wenn es dann so weit ge gekommen ist, dass man, ja, also das Muster an die Oberfläche gekommen sind, das Trigger an die Oberfläche gekommen sind, ja, und man dann einfach anders reagiert hat, als man das wollte und dann eine totale Katastrophe ausgelöst wurde, emotional. Und ja, werdet reif.
Liebe, Mitgefühl. Betrachte die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Okay. Ja, vielleicht waren einige von euch sehr, sehr zentriert oder egozentriert in der letzten Zeit und wie gesagt, haben eben ihre Wunden ausgetobt und dem anderen damit auch sehr wehgetan. Ja, das kann halt sein, dass, also, ne, das kann nicht nur sein, also wenn es einem schlecht geht, dann geht es dem anderen auch jetzt nicht so wirklich gut und man fühlt eben mit, ja, und vielleicht sollen die einen oder anderen eben ins Mitgefühl einsteigen und dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen und eben auch die Dinge aus dem Blickwinkel ja, des Gegenübers betrachten. So Leute, jetzt noch eine letzte Botschaft. Ja, wie gesagt, das dauert manchmal ein bisschen mit dem Mischen. Ich lasse immer das höhere Selbst ziehen. Also auch in den privaten Readings. Ich habe hier die Karten dann allerdings schon auf dem Tisch. Schätze diesen Augenblick. Ja, jede Situation birgt in sich eine Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Finde ich sehr süß. Wir haben eine 33, also auch eine Meisterzahl. Zieht euch die Schwerter aus dem Herzen raus. Ja, übt Mitgefühl, dass vielleicht auch der andere getriggert wurde und auch vielleicht reagiert hat, so wie er es eigentlich gar nicht wollte. Ja, dass das dann eine Barriere aufgebaut hat, dass das Schmerzen ausgelöst hat, dass man ja, dachte, man wird nicht geliebt etc. Und hier ist ja eindeutig nur Liebe mit drin. Erdet euch ein bisschen und schätzt vor allen Dingen auch diesen Augenblick. Ja, das heißt also, wenn, ja, wenn euer Seelenpartner auftaucht und sei es jetzt einfach nur über die 5D-Ebene, geht in die Heilung rein. Das ist ganz wichtig, weil wir haben hier True Love. Ja, das ist eine wahre Liebe, die hier liegt und eben auch die Romance of a Lifetime. Ja, und wenn ihr in den Genuss kommt, tatsächlich dann wirklich geerdet in diesen Kontakt reinzugehen, dann werdet ihr auch verstehen, warum der andere vielleicht auch so reagiert hat, wie er eben reagiert hat. Ja, da stecken eben ganz oft Ängste dahinter und man, wie gesagt, man versteht sich auch oft selbst nicht mehr, ja, warum man eine Verhaltensweise an den Tag gelegt hat, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Ja, gerade wenn man nichts hört von dem anderen, aber weiß, dass er da ist und wie gesagt, das ist nicht einfach, wenn man in diese Seelen Beziehungen eintaucht, weil das halt den Rahmen sprengt und ganz anders ist als alles, was ihr jemals vorher hattet in eurem Leben. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, wie gesagt, den Augenblick zu schätzen, auch wenn ihr euch vielleicht noch in der Separation befindet. Aber ja, hier ist ja wie gesagt auch der Wille, sich aufeinander zuzuarbeiten. Deswegen sind hier auch diese ganzen Pärchen dargestellt. Und ihr habt jetzt hier eine Message mitbekommen, die ich ganz schön finde. Ja, wie gesagt, Heilung, Erdung, ja, zieht euch die Schwerter aus dem Herzen und dann steht dem Very Soon hier nichts mehr im Wege und entscheidet das wirklich auch ganz klar. Jeden Tag aufs Neue, jede Minute aufs Neue. Ja, wenn ihr merkt, dass ihr so ein bisschen, wie gesagt, in diesem Zweifelzustand unterwegs seid, geht in eure Kraft rein, ja, zieht euch diese Schwerter aus dem Herzen raus. Das hat, wie gesagt, eine Bewandtnis. Ihr sollt, wie gesagt, etwas heilen, euer Gegenüber soll etwas heilen, damit ihr hier zusammenkommen könnt und nicht irgendwie alte Wunden aneinander austobt, ja, weil dazu ist diese wahre Liebe viel zu schön. Happy Valentine's, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, euch hat das Reading gefallen und auch der Style mit diesem Mischen vor der Kamera, beziehungsweise es war jetzt direkt hinter der Kamera. Ihr könnt mir ja mal Bescheid geben, ob euch das, wie gesagt, in dieser Form gefallen hat oder nicht oder ob ich lieber irgendwie beim alten Konzept bleiben soll, dass die Karten direkt auf dem Tisch liegen.
Das ist halt nochmal eine andere Art von Reading, die ich da mache. Das werde ich natürlich bei den Twin Soul Readings auf jeden Fall beibehalten, weil es einfach zu viele Karten sind und dann zeittechnisch den Rahmen sprengt, wenn das eben vor der oder hinter der Kamera gemischt wird. Aber bei so Kurzreadings können wir das in dem Falle vielleicht so halten. Gucken wir einfach mal, was sich entwickelt. Wie gesagt, ihr könnt gerne drunter schreiben und ja, mir bekunden, wie ihr das fandet. Ich wünsche euch einen super schönen Valentinstag mit ganz viel Liebe und Schokolade und was man nicht alles am Valentinstag irgendwie zelebriert. Ich glaube, Blumen gehören auch dazu. Ich weiß es nicht, weil wie gesagt, für mich eigentlich jeden Tag Valentinstag ist. Und ja, ich sende euch ganz viel Liebe und ich habe euch auch lieb und bis ganz bald. Bye bye.